Herzlich willkommen, Leute. Wir sind hier in Far Cry Primal in einem Bollwerk, das wir fast eingenommen haben, hoffe ich. Natürlich wieder nicht geheim, denn wir wurden natürlich von dem Oberboss, schätze ich mal, hier erwischt. Den haben wir schon fertig gemacht. Und jetzt holen wir uns den Rest, wenn wir uns nicht wieder anzünden nebenbei. So, das heißt, da hinten sind ja noch einige. Das ist eine Leiche. Ich dachte schon, da sitzt einer. Ach, wir haben ja auch noch Gefangene da. Vielleicht geht es ja auch um die. Ich kann sie ja mal zur Abwechslung befreien. Obwohl ich mal Angst habe, dass die mir dann helfen und dabei dann draufgehen. Warte mal, dafür den Langbogen. Habe ich mir so jetzt nicht vorgestellt. Und die wissen natürlich genau, wo ich bin. Oder auch nicht. Nix da. Du lebst noch? Und tschüss. So, ich würde sagen, damit sind die Gefangenen wahrscheinlich auch wieder befreit. Wir haben es geschafft, Leute. Das Bollwerk ist eingenommen. Na, zeig dir mal nochmal an, wie es heißt. Hey. Hey, hey. Bist du etwa mal einer von uns gewesen? Da Isila Santa Dacai Magam. Santa Isila Sush Dugistaris Batari. Sushalhain Winja Dagwash. Nu Sushalhain Guana. Purkalash! Winja Purkalash Dacia. Da hata. Noch jemanden mitnehmen, der uns verraten könnte. Sag mal, geht's dir noch gut? Willst du, dass du Land gewinnst? Der will dir, dass wir die zu ihm bringen, also... Was denkt er, in welcher Position er ist? Du! Ja. Beweis dich da erstmal. Wie, du kannst nicht atmen, da ist sehr viel Spielraum für die Luft, ne, da durchzugehen. Wo haben wir ihn denn jetzt gefangen genommen? Wo ist neuer Avenger-Spezialist, Roshani. Ach, das war dann der, den wir vorhin besiegt haben. Auch wieder außerhalb vom Dorf, ne, damit das Dorf nicht das mitkriegt und uns wieder, ja, wie soll ich sagen, heimsucht. Reden wir mal mit ihm. Der wird seinen Grund haben. Na, dann schieß los. August Daichas Sashman
Und die vergiften uns dann, oder was? Ja, nicht lange. Irgendwann bauen wir ihm natürlich auch noch eine Hütte, ne? So wie dem da. Saat der Sonne. Besonderes Essen. Mal gucken, was uns das bringt, ne? So, wie ist denn das jetzt? Haben wir jetzt ihn schon? Genau, ich muss natürlich ihn erstmal diese Mission von ihm machen. Und wir können schon mal den Feuerschaden verringern. Das mache ich direkt. Und Handwerk, direkt die Feuerbombe. Klar, gerne. Warum denn auch nicht? Wunderbar. Gehen wir mal lieber nicht in unser Dorf zurück. Ich glaube, die sind nicht gut auf uns zu sprechen, wenn die erfahren, dass wir schon wieder jemanden mitgebracht haben, der jetzt in unserem Dorf leben darf. Ah ja, das können wir eigentlich direkt hier weitermachen. Dann könnten wir danach dann hier die Außenposten und so mitnehmen. Hier sind wir ja eigentlich so weit durch. Da kommt noch mal was. Ich glaube, da ist wahrscheinlich eine... Da ist doch bestimmt auch wieder so eine Bestienmeister-Mission. Die sind ja immer so an den in den äußeren Ecken von den Karten, wie es aussieht. Gut, ich laber schon wieder zu viel. Wir gehen natürlich dahin. Schnellreise. Und auf dem Weg zur Mission. Sehr schön. Es ist Nacht. Aha. Ich würde sagen, ich gehe erstmal ohne Geetzer dahin. Ich glaube, so weit war es nicht weg. Und bevor ich ihn dann gleich wieder wegschicken muss. Ja, ich muss nur auf den Berg kommen irgendwie. Dann nehme ich das mal wieder zur Abwechslung mit. Schon lange keine Beutetasche mehr mitgenommen. Kriegen sich gegenseitig? Das wusste ich nicht, dass die sich auch gegenseitig ankriegen. Auch ein nettes Wort, ankriegen. Der mir verfolgt. Ich habe Angst, dass es jetzt so läuft wie damals mit Ul. Wir sammeln diese Samen und werden dabei dann wieder erwischt und gefangen genommen. Stiel während eines Isea-Wettlaufs Samen. Oh Gott, da müssen wir noch rennen, ne? Saat der Sonne. Erreiche das Übungsgelände. Wieder einen Außenposten, den ich noch nicht eingenommen habe. Stiehl die Samenbeutel, bevor die Isea sie finden. So. Okay. Das denn überhaupt alle drei? Mist, der eine ist schon weg oder was? Ach nee. Ich muss nur erstmal hinlaufen, damit er freischaltet. Ich sehe, dass sich da drin was versteckt. Ach, ich sehe ja. Und wo ist der Beutel? Da. Ich hoffe,
hoffe, das hat noch gereicht, dass die mich nicht entdecken. Im Schutze der Nacht. Dürfen das nicht vor mir finden. Scheiße, das hat nicht gereicht, ne? Was ist denn? Sag mal. Flinkes Wiesel, hä? So, du bist da gerade im Weg. Mach dich mal weg da. Interessant. Ich hätte gedacht, dass es zu spät war. Weil die ja den Beutel schon aufgenommen hat. Perfekt. So lobe ich mir das. Hat ordentlich Erfahrungspunkte gegeben. Wunderbar. Sind wir natürlich doch ein bisschen weiter weg von den Außenposten jetzt. Wie macht man das am besten? Der Faulseer-Außenposten, den würde ich jetzt als nächstes aufsuchen. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal darüber und rufen Geza. Geza. Wo hängt der denn? Naja, der wird schon den Weg zu mir finden. Ja, wir müssen noch rauf, geht's da. Feuersonnenkreis? Na nü. Geza, kannst du dich bitte hier aufhalten? Ich schick dich diesmal nicht ganz weg, aber bitte bleib da. Wir sind wieder abgelenkt, sehr gut. Abgelenkt, aber alarmiert. Huch! Was hatte ich eigentlich vor? So nicht, mein Lieber. Klar. So, geht's da? Ist da? Wunderbar. Nichts passiert. Die haben ja wahrscheinlich irgendeine Zeremonie abgehalten, ha? Okay, wie weit haben wir es denn noch? Ja, es ist noch ein Stück. Dann komm mal her, ja? Irgendwer wollte uns hier anknabbern. Gibt's ja wohl nicht.
muss geht's ja ganz dringend heilen wieder. Vielleicht, wenn wir da sind, ja, geht's ja, dann kriegst du was. So, ist immer noch ganz schön ein Stück. Oh shit. Ach, der will sich den Adler krallen. Soll er mal versuchen mit dem Speer. Also wenn er das hinkriegt, alle Achtung. Ach, ein Lagerfeuer, das wir noch nicht entdeckt haben. Was ist hier für ein seltsamer Stein? Ist hier irgendwas Besonderes? So, dann hier. Nimm ein bisschen Fleisch. Ich hoffe, der hat nicht auf mich gezielt, der Adler. Da sind ja welche. Ein Glück, dass ich kurz angehalten habe. Okay. Ketten-Takedown klappt. Viele Isilia hier. So, jetzt ist es nicht mehr so weit. Geht's da? Ich schick dich schon mal, weg, ne? Wenn ich die richtige Taste mal wieder finden würde. Okay. Alles klar. Ich muss mal gerade schauen, sind hier eigentlich Dachs in der Nähe? Ich wollte doch eigentlich nochmal einen Dachs zähmen und den mal versuchsweise in den Lager schicken. Das muss ich natürlich machen, solange noch Lager da sind. Aber hier sind keine Dachse. Mal dann vielleicht als nächstes so einen Dachs holen. Braucht ich nicht Hirschfälle? Achso, das sind die Tiere, die mich hier erwischen. So über den See rüber und dann auf den Berg. Oh Gott. Ach, da sieht man ja schon Rauch. Hier irgendwas Spezielles? Sieht aus wie eine Fressstelle von irgendwem. Was ist das für eine Musik gerade, die hier anfängt? Ach du Heilige, was ist das? So, schaffe ich die alle hier zu schicken? Ohne dass die jetzt gegen Baum fliegt oder so? Heiße Quellen. Hm? Oh, die sind aber echt sehr weit verteilt. Das dürfte anstrengend werden. Ich könnte wahrscheinlich schon mal eine Feuerbombe werfen, das gleich mal ausprobieren. Aber die Isir sind da, glaube ich, feuerfest, oder? Ich glaube, das bringt gar nichts bei denen.
Trotzdem erwische ich da wahrscheinlich meinen eigenen Typ noch mit dabei. Nee, das lasse ich mal lieber schön bleiben. Wie könnte man das denn taktisch klug angehen? Ein Avenger-Ereignis. Das kann mir jetzt aber mal gestohlen bleiben. Ich habe direkt einen Langbogen ausgerüstet. Der da oben passt schon mal gut auf. Hier sind wir halt echt immer den Dorn im Auge. Huch, scheiße. Wollte nicht abdrücken. Ich müsste mir vielleicht mal angewöhnen, die wirklich vom Turm zu holen. Aber ich bin nicht sicher, ob das gut klappt. Der geht jetzt runter. Die da unten sehen relativ, also in einem geschützten Bereich aus. Als könnte ich mir die... Mann, was machst du denn? Als könnte ich mir die holen. Aber die sind auch so nah beieinander. Wahrscheinlich, sobald ich mir den einen hole, sagt der andere Bescheid. Keiner mitgekriegt, sehr schön. Nee, so klappt es nicht. Gut, wollte jetzt mit dem Takedown nicht funktionieren, also gehe ich lieber auf Nummer sicher. Shit. Der hat eine Leiche gefunden. Das ist halt, weil ich auch nie Leichen verstecke, ne? Ist ja eigentlich ein Teil des Spiels. Dass man die auch mal dann verstecken geht. Mist, jetzt bin ich natürlich wieder hier ganz blöd versteckt. Vielleicht kann ich das aber auch anders umgehen. Wart einfach mal ab. Wenn die mich jetzt hier drin nicht entdecken, gehen die vielleicht wieder. Und ich wollte mal probieren, mit dem Speer einen Takedown zu machen. Das macht wahrscheinlich auch eine andere Animation. Jetzt alle natürlich in die Richtung. Ach, die Schleuder ist echt nicht so praktisch, wie ich gehofft hatte. Ich ruf mal die Eule. Vielleicht kann ich mit der nochmal Ablenkung irgendwie sorgen für. Ah ne, jetzt gucken sie. Jetzt gucken sie doch weg. Okay. Dann sollte ich schnell die nächste Deckung nehmen. Die sprechen sich da oben jetzt ab. Aber der guckt gerade wieder hierher. Okay. Der hier könnte doch eigentlich... Nee, zu spät. Schon eine blöde Idee, jetzt wegzugehen. So,
warte mal. Vielleicht bin ich im Busch jetzt hier. Ich nehme mal wieder die Eule, da sehe ich besser, was die eigentlich jetzt machen währenddessen. So, die gehen jetzt da erstmal wieder in Deckung. Die sehen nämlich nicht. So, die gehen aber schon wieder zurück. Oder? Ach, die von dem Berg sind auch schon weggegangen. Ich hoffe nur, dass das nicht auf den Käfig übergreift. Dann erwische ich meinen eigenen Typ. Oh, es hat tatsächlich... Ich hätte nicht gedacht, dass die gegen... Dass das bei Feuer... Oh Gott, da läuft einer in meine Richtung. Aber die haben mich doch nicht erwischt. Oder doch? Shit. Wieso haben die jetzt Gegner gerufen? Sehe ich nicht. Okay, ich muss hier weg. Hat ja wieder super funktioniert. Könnt so viel Verstärkung rufen, wie ihr wollt. Ich mache euch alle platt. Hm, die arbeiten mit Gift. Seit wann denn das? Ach, willst du nicht runterkommen? Dann kommst du. Dann bringe ich dich dazu, da runterzukommen. Ach ja, wieder sehr, sehr holprig. Aber wir haben den Faulsee-Außenposten. Ach, deswegen die giftigen Dämpfe? Kommen hier etwa die Rohstoffe her? Womit sie diese Faulbomben machen? Ja, Hallöchen. Passt auf, dass er die giftigen Dämpfe hier nicht einatmet, ne? Sehr schön. Und wieder mehr Bevölkerung. Das läuft doch bei uns. Ja, und ich hatte versprochen, wir holen uns mal einen Dachs. Weil ich will das ausprobieren. Wir holen uns einen Dachs und die nächste Außenposten oder wo auch immer wir mal was geheim machen wollen, schicke ich mal einen Dachs rein. Einfach nur, um das mal auszuprobieren. So, erstmal müssen wir natürlich einen Dachs finden. Das heißt, Geza bleibt wieder außen vor. Sonst macht er mir den gleich kaputt. Ich glaube, Dachse kann er nämlich ebenso wenig leiden wie ich. Zu spät. So, hier müssten eigentlich irgendwo Dachse sein. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich hier welche schon gejagt habe. Erfolgreich. Köder haben wir noch welche.
Da unten haben wir doch ein Exemplar. Oder? Ach, das ist eine Pflanze. Ihr seid nicht gerade das, was ich gesucht habe. Da höre ich aber was. Oh, bitte lass den jetzt nicht auf den Bären gehen. Ja, ich bin doch gerade dabei. Hallöchen. Guck mal, ich bin ganz lieb. Ich hab dir sogar Futter. Wunderbar. Wir haben einen Dachs. So, die schicke ich aber erstmal wieder in die freie Laufbahn. Du kommst noch zu deinem Einsatz. Ja, wo, das sehen wir noch. Und zwar gehen wir nämlich natürlich erstmal weiter in das Sonnentochterleuchtfeuer. Das hier. Und zwar von da aus. Das haben wir ja gerade erst freigeschalten. Ja, Belohnungslager brauche ich mir, glaube ich, erstmal nicht angucken. Und wie weit ist das weg? Ah, da ist ein kleines Stück. Da können wir GZA benutzen für die Reise. Ich wollte gerade sagen, es wirkt so ein bisschen, als wären es so Heilsee, so hier, so heiße Quellen. Aber nee, das ist wohl giftig hier alles. Oh, was ist denn hier los? Und weiter. So, alles gut. Hier geht's runter. Okay, jetzt sind wir in der Nähe. Alles klar, geht's da? Du gehst wieder deines Weges, ja? Naughty. Hat er gerade Naughty gesagt? Okay, das scheint auch wieder auf so einer Anhöhe zu sein. Sind wir schon da? Ich glaube mir erstmal den Fisch hier. Gut, erstmal gucken, was da oben los ist. Ach, die haben wieder was gefangen da. Was ist denn das da drin? Oh, ein Löwe. Der wird wahrscheinlich aber nicht so viel. Also den hier kann man trotzdem nicht ausschalten. Ich hatte mal gedacht mit der Eule, dass man das, wenn man das freischalten, den ausschalten können. Aber leider... Ja, wäre seltsam, wenn das ginge, aber schade. So, ich glaube, das ist gerade ein guter Zeitpunkt. Weil der nicht in der Nähe ist. Also nicht ganz so in der Nähe. Kommt der jetzt hier runter? Der ist einfach geflüchtet, statt irgendjemanden anzugreifen. Shit. Gucken natürlich jetzt wieder ausgerechnet in die Richtung. Kann man das vielleicht so werfen, dass das nur vor denen landet? Ja. Hat geklappt tatsächlich.
Ach, der Tiger kommt wieder. Sehr schön. Dann lasse ich den noch erstmal seine Arbeit machen hier. Obwohl ich mir mal angewöhnen sollte, das vielleicht auszunutzen. Ah, ist zu spät. Okay. Mit dem einen müssen wir uns dann trotzdem noch anlegen. Oder? Er haut immer so wütend auf den Boden. Reicht's mir aber langsam. Okay. So, wo haben wir hier ein Feuer? Und dann entzünden wir das mal. Na komm schon. Jetzt. Das Sonnentochterleuchtfeuer. 14 von 16. Wunderprächtig. Und ein neuer Schnellreisepunkt für uns. Auch nicht schlecht. Ja. Und damit entlasse ich euch heute. Das klingt, als wären wir in der Schule, wo der Lehrer mal gesagt hat, wenn die Stunde vorbei ist, und ich entlasse euch heute. Nee. Vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein. Wir sehen uns in 2 Tagen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann.